Welcome everyone. Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie Eisberg voraus. Heute möchten wir über Unternehmertum und Christentum sprechen. Mit mir im Studio ist heute der Radim Passer. Radim Passer ist ein Immobilienunternehmer und wird unter den 50 reichsten Menschen in der Tschechischen Republik gelistet. Genau in diesem Jahr feiert sein Unternehmen 30-jähriges Bestehen. In seiner Jugend liebte er Fußball und hat beinahe den Weg in die Profiligen geschafft. Nach einigen Höhen und Tiefen im Leben änderte sich sein Weg und er wurde ein Nachfolger Jesu. Heute liebt er schöne Autos, schnelles Fahren und vor allem das kostbare Wort Gottes, was ihn zu einem internationalen Referenten für Vorträge und Bibelstunden gemacht hat. Radim, ich weiß, dass du viel beschäftigt und eigentlich nur auf der Durchreise bist. Deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du gerade für uns hier einen Zwischenstopp eingelegt hast. Danke, dass du heute bei uns bist. Es ist mein Vorrecht, hier zu sein. Ich möchte mit dir über Unternehmertum und Christentum sprechen und darüber, wie beide zusammenarbeiten können und was wir für die Zukunft erwarten. Lass mich dich zunächst fragen, bist du in eine wohlhabende oder zumindest unternehmerisch denkende Familie hineingeboren worden? Ich wurde in der kommunistischen Ära in der Tschechoslowakei geboren. Da gab es keinen Platz für wohlhabende Familien. Natürlich kam die Familie väterlicherseits aus einem jüdischen Umfeld. Sie kamen also vor 200 Jahren in die Tschechische Republik. Ich glaube, aus Deutschland und auf verschiedenen Wegen. Aber für unsere Nation war das letzte Jahrhundert nicht gut. Denn wir waren vor dem Zweiten Krieg eines der am weitesten entwickelten Länder Europas. Aber dann wurden wir an Hitler verkauft und nach dem Ende des Zweiten Krieges wurden wir an Stalin verkauft. Und wir haben 40 Jahre in der kommunistischen Ära verbracht. Wir waren also eine arme Familie. Mhm. Du hast also in armen Verhältnissen gestartet und hast dann nach und nach alles aufgebaut. Nun, wie würdest du deine Kindheit und deine Jugend beschreiben? Meine Kindheit war glücklich, weil ich gerne Fußball spielte. Ich hatte eine Menge Freunde in der Schule und beim Fußball. Ich habe für Bohemians gespielt. Damals spielte ich in einem der besten tschechoslowakischen Fußballteams. Viele kennen vielleicht noch Antonín Panenka und seinen letzten Elfmeter im Jahr 1976 in Belgrad gegen Deutschland. Übrigens, Antonín Panenka ist einer meiner besten Freunde. Und es war wirklich schön, eine sportliche Kindheit zu haben, denn so konnte ich vergessen, dass ich in meinem Land ohne Freiheit aufgewachsen bin. Und soweit ich weiß, hast du einen ziemlich steilen Weg gemacht. Wenn du Einsatz gezeigt hättest, hättest du es sogar zu einem Profifußballer gebracht. Ja, wenn ich viel, viel mehr Verstand in meinem Kopf gehabt hätte. Als ich 18 war, hatte ich eine gute Chance, Profifußball zu spielen, aber leider war ich in der Zeit ein wirklich dummer Mensch. Was ist denn passiert? Womit hast du deine Zeit verbracht? Als ich im letzten Jahr der Juniorenmannschaft war, habe ich angefangen zu rauchen und zu trinken und das hat meine Fußballkarriere wirklich nicht gut getan. Mhm. So hattest du also mehr im Kopf, als eine Fußballerkarriere zu verfolgen. Dem standen also Partys, Alkohol und Rauchen im Weg. Genau, ich dachte, wenn ich Talent habe, dann kommt das schon von alleine. Aber das tat es nicht, das stimmt. Okay, aber wann hat es eigentlich angefangen, beziehungsweise was hat dich dazu bewogen, ein Geschäftsmann zu werden? Vor dem Fall des Kommunismus wusste ich, dass ich nicht für ein kommunistisches Regime arbeiten wollte. Ich wollte keine 2 Jahre in der kommunistischen Armee verbringen. Also fing ich an, über Auswanderung nachzudenken. Und ich erkannte, dass ich gewisse Begabungen habe, diese Art von Geschäfte zu machen. Am Ende der 80er Jahre kaufte ich von verschiedenen Stellen russischen Champagner zum Beispiel, russischen Kaviar und versuchte ihn Menschen aus dem Westen zu verkaufen, insbesondere an deutsche Touristen. Und in den Jahren 1980 bis 1989 konnte ich ein klein wenig Geld ansparen. Ich konnte mir mein erstes Auto kaufen. Es war erstaunlich, ein Volga Kombi mit großem Verbrauch. Nur 10 Liter pro 10 Kilometer. Das war ein Volga Kombi, ja? Du, ich glaube, ich kenne diese Art von Autos.
Die verbrauchen schon mal gerne 10 Liter auf 10 Kilometer. Ja, denn man konnte dort viele Kisten Champagner reinstellen. Boxes with Champagne. Ja, witzig. Ja, das müsste gehen. Das Auto hast du noch? No. Ich hab's gekauft. Ich glaube, kurz nach der Revolution, wahrscheinlich Ende 89. Und ich habe es einfach weiterverkauft. An Sportler aus dem Baltikum, die modernen Fünfkampf betrieben haben, zum Beispiel Schießen und so weiter. Five sports like shooting, I don't know the English word for this. Yes, I know. Ah ja, Fünfkampf kenne ich. Und so hatte ich das Auto nur 2 oder 3 Monate. Okay. Ah, okay. Also ich vermute mal, du vermisst das Auto. Ja, ja. Denn da war aber das Loch im Tank. Sonst ist okay. So fing dein Unternehmen also mal an. Du warst also so eine Art Händler, oder? Kind of trader. Of course. Ja, natürlich. Ja, du hast recht. Denn für mich war es wichtig, was meine Kunden wollten. Und ich versuche, ihre Anforderungen zu erfüllen. Und es ist immer wichtig, wenn man ein Unternehmer ist, dass man sich an den Kunden orientiert. Wie alt bist du damals gewesen? 26. 26 Jahre alt. Was hast du damals über das Evangelium und über Jesus Christus gedacht? Ich habe nie Witze über dieses Thema gemacht. Aber um ehrlich zu sein, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, aber ohne eine Beziehung zu Gott. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich nicht darum gekümmert. Okay. Verstehe. Nun, besonders in dieser Zeit gab es bestimmt nicht viele Menschen, die das Evangelium verbreitet haben. Und dieses Geschäft, das du damals hattest, das war ja so eine Art Handelsgeschäft. Das hast du ja dann irgendwann mal verändert. Also vom Handelsgeschäft wurde es denn so eine Art, wie würde man es nennen, Bauunternehmen vielleicht? Ja, das waren einige Schritte. Nun, wegen Kaviar und Champagner war ich ein paar Mal in Deutschland zu Besuch und habe einen deutschen Unternehmer getroffen, dessen Bruder im Immobiliengeschäft tätig war. Ich traf ihn also einmal und er wollte, dass ich für ihn arbeite. Also begann ich, etwa 1,5 Jahre für ihn zu arbeiten. Es war eine großartige Schule für mich, denn ich konnte verstehen, worum es dann in diesem Geschäft geht, wie ich meine Ideen umsetzen kann und wie man gute Geschäfte macht. Das konnte ich in der Praxis dann umsetzen und Ende 91 hatte ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Ende 1991, also kurz nach dem Fall des Kommunismus. Ja. Und hier startete dein Unternehmen. Ich musste am Anfang mich als Immobilienmakler versuchen, weil ich kein Kapital hatte. Um als Immobilienentwickler zu arbeiten und insbesondere auch im gewerblichen Bereich, dann benötigt man natürlich Kapital. Also es waren noch einige Schritte zu tun, um unser erstes Entwicklungsprojekt zu starten. Aha. Es war 1991, als es anfing. Und ich weiß, dass du heute Christ bist und dass du als Redner Vorträge über die Bibel hältst. Ja, ich hatte sogar bei meinem letzten Besuch in Tschechien einige Flyer in der Hand, die deine Vorträge beworben haben. Sogar dein Gesicht war darauf zu sehen. Und dort hieß es, dass du Bibelstunden gibst. Wann hast du eigentlich Christus kennengelernt? Es war 1998. Meine Frau glaubte, dass es einen Gott im Himmel gibt, aber ich kümmerte mich nicht darum. Aber wir wollten schon lange ein Kind haben. Ich war der 5. geborene Sohn in Folge. Deshalb glaubte ich immer, dass ich eines Tages einen Sohn haben werde. Und mein Lebenssinn war es, eines Tages das florierende Familienunternehmen an meinen Sohn zu übergeben. Und im Jahr 1998 wurde unser erster Sohn geboren. Wir waren also sehr glücklich. Wir haben unser erstes schönes Büroprojekt in Prag mit großartigen Mietern wie HP und General Records fertiggestellt. Und ich war damals der glücklichste Mensch der Welt, aber leider wurde unser Sohn krank. Als er 6 Wochen alt war, wurde festgestellt, hatte er Krebs in seinem Kopf und wir haben ihn verloren. Es war die Zeit, als meine Frau mir sagte, dass Gott uns etwas sagen wollte.
Und ich habe geantwortet, dass ich das weiß und dass ich mich gerne ändern würde. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich bereit war, zuzuhören. Der Stimme Gottes. Und wir haben angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich hatte eine Menge Fragen, denn meine Absicht war es, dass wir Katholiken bleiben würden. Aber meine Frau sagte, warten wir noch, wir sollten mehr Informationen erhalten. Und ich hatte einige Erfahrungen mit der leisen Stimme Gottes. Ich fragte, ob es nicht seit der apostolischen Zeit, also 2000 Jahre lang, keinen Propheten mehr denn geben würde. Und meine Frau hat mir erzählt, dass ihre Cousine eine Siebenten-Tags-Adventistin sei. Sie heißt Simona und sie hat mit meiner Frau über die Bibel gesprochen. Und meine Frau hat intuitiv gespürt, das ist die Wahrheit. Und ich war jetzt offen dafür, zuzuhören. Meine Frage bezog sich auf den Propheten oder die Prophetin. Und Jana sagte mir, ich glaube, es gibt eine Prophetin. Sie war wahrscheinlich eine Amerikanerin. Ich habe mit Simona gesprochen und sie hat mir empfohlen, doch den großen Kampf oder vom Schatten zu Licht zu lesen. Am besten alle anderen Bücher auch noch, also alle 5 Bücher. Ich habe sie im Laufe von 6 Monaten gelesen und es hat mir geholfen, die Bibel viel besser zu verstehen als vorher. Und während dieser 6 Monate fand die große Evangelisationskampagne in den Vereinigten Staaten statt. Es war das Millennium-Seminar mit Pastor Dwight Nelson von der Andrews University aus Michigan. Während dieser Kampagne beschlossen wir also, uns taufen zu lassen, aber es war noch ein weiter Weg bis zur Taufe. Nun weiß ich, dass es so ist, dass wenn man Unternehmer ist oder sehr erfolgreich, vielleicht wohlhabend oder ein sehr intelligenter Mensch ist, dass der Satan einen natürlich nicht leicht gehen lassen will. Er möchte dich ja viel lieber in sein Reihen haben. Oft höre ich von Menschen, dass kurz bevor sie zur Taufe gehen, dass sie dort die größten Angriffe des Teufels erleben. Wie war das für dich? Ich meine, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Gab es auch irgendwelche Angriffe oder Hindernisse auf deinem Weg zur Taufe? Ja, absolut. Denn der Teufel ändert sein Verhalten nicht. Ich hatte schon dieses Gefühl, dass etwas geschehen wird. Wir haben unsere Entscheidung, uns taufen zu lassen, 2-mal verschoben, weil die Evangelisationskampagne im Herbst 1998 stattfand und zum 2. Mal haben wir unsere Taufe dann auf September 99 verschoben. Und als wir uns getauft haben lassen, dann erwartet ja meistens etwas. Mein engster Kollege hat versucht, mein Unternehmen, meine Firma zu stehlen. Und es war weniger als ein Jahr nach dem Verlust unseres kleinen Kindes, unseres Jungen, Max. Wir hatten kein Kind und keine Firma mehr. Aber es war die Zeit, in der ich lernen durfte, die Dinge selbst zu klären, beziehungsweise ich wusste eigentlich, dass ich Gott liebe und er auf meiner Seite ist. Das bedeutet, dass ich zuallererst versuchte, den Menschen zu verzeihen. Zweitens habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir beteten zusammen und versprachen Jesus, dass uns keine weitere Prüfung von der Taufe abhalten sollte. So wurden wir im September 1999 getauft. Und 12 Tage nach der Taufe bekam ich die Firma zurück. Die Menschen haben etwas mehr bekommen, als es normal gewesen wäre. Aber ich bin Gott so dankbar für diese Prüfung, denn sie hat es mir ermöglicht, die Firma von unzuverlässigen Kollegen zu reinigen. Und seit dieser Zeit habe ich immer die Leute auf meinen Knien im Gebet angestellt. Ich habe bisher gute Erfahrungen mit der Einstellung von Mitarbeitern gemacht. Und wir haben ein sehr stabiles Team von circa 10 bis 12 Personen, Adventisten im Unternehmen. Aber auch der Rest der Gruppe, das sind Menschen, die professionell sind und moralisch gut im Verhalten. Und du kannst ihnen vertrauen. Ja, das kann ich. Und das ist so eine schöne Freiheit. Wenn man den Menschen in einem Unternehmen vertrauen kann,
Das kann man nicht kaufen. Es ist einfach ein Geschenk Gottes. Absolut. Und ich meine, es ist wirklich erstaunlich zu hören, dass du vor deiner Taufe wirklich alles auf den Altar Gottes gelegt hast. Du hast gesagt, du kannst mir mein Leben nehmen, du kannst mir mein Geschäft nehmen, du kannst mir alles nehmen, was ich besitze, aber ich will dir folgen. Außer einer Sache. Wir haben den Wunsch nach einem weiteren Baby nicht aufgegeben. Ich würde sagen, 2 Jahre hat es noch gebraucht nach dem Verlust unseres kleinen Max. Dann beteten wir immer noch jeden Tag, dass wir ein weiteres Baby bekommen möchten. Und dann haben meine Frau und ich beschlossen, diese für uns wichtigste Frage unseres irdischen Lebens in Gottes Hand zu legen. Und es bedeutete, dass wir bereit waren, Gottes Willen zu akzeptieren, auch wenn wir kein anderes Kind in unserem Leben bekommen sollten. Als wir diese Entscheidung trafen, wurde meine Frau in den nächsten 3 Monaten schwanger und im August 2001 wurde Radim Junior geboren. Und es war eines der schönsten Erfahrungen, die ich mit Gottes Versprechen gemacht habe. Das ist schon schön. Und echt niedlich, dass du deinen Sohn auch Radim genannt hast. Ja. Und nun, von dieser Zeit an, also nach deiner Taufe, warst du ja nun ein sehr aktives Mitglied der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und ich weiß, dass du dein eigenes Ministry gegründet hast. Es heißt Maranatha. Was macht Maranatha eigentlich und wann entstand die Idee, es zu gründen? Das ging Schritt für Schritt. Zunächst einmal verdanke ich alles, was ich habe, Gott, meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen engsten Freunden, zu meinen Brüdern und Schwestern und natürlich auch, was meine Firma betrifft. Im Jahr 2000 haben wir dann unsere erste Investitionstransaktion abgeschlossen. Wir haben unsere Gebäude an den American Institute Fund verkauft. Und ich verstehe, dass ich in meinem Herzen einen Vertrag mit Gott darüber schließen sollte, wie ich seine Ressourcen, einschließlich Geld, verwende. Natürlich gibt es den Zehnten. Der ist ja gebunden. Er gehört der Kirche. Aber man kann ja mehr geben. So kann man weitere Geschenke oder einen weiteren Zehnten bereitstellen. Deshalb habe ich mich entschlossen, auch den 2. Zehnten zu geben. Und das bedeutet, dass es am Anfang nur ein Bankkonto namens Maranatha gab. Aber die Zeit floss dahin und meine Assistentin hatte viel Arbeit mit meinen gemeinnützigen Aktivitäten. Also beschloss ich, ein Missionswerk aufzubauen. So kam es, dass Maranatha Missionswerk entstand, und zwar im Jahr 2002 mit dem ersten Mitarbeiter. Und dann wuchs die Zahl der Mitarbeiter und Gott segnete unsere Arbeit. Ich war immer bereit, den prozentualen Betrag der Gaben zu erhöhen. Und Maranatha könnte, sagen wir mal, die Mittel für verschiedene Evangelisations- und Missionsprojekte in unserem Land, aber auch im Ausland bereitstellen. Und letztendlich haben wir mit unseren eigenen Projekten dann auch so begonnen. Großartig. Und Maranatha läuft immer noch, richtig? Gott sei Dank. Wir sind so dankbar. Wir sind von Gott eingeladen, einen kleinen Beitrag zu seinem Werk zu leisten. Take a small cooperation in his work. Preis den Herrn dafür. Weißt du, Amazing Discoveries ist auch letztes Jahr 20 Jahre alt geworden und dieses Jahr wird Maranatha 20. Es ist großartig zu sehen, wie Gott diese Werke segnet. Wenn ich an dein Unternehmen denke, so in Kombination mit Maranatha, dann habe ich das Gefühl, dass ihr in der Lage seid, sehr wohlhabende Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Nun sagt aber Jesus, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Nun, ich bin sicher, du hast diese Verse schon sehr oft gelesen. Das ist einer meiner meistzitierten Verse. Ja, das vermute ich. Nun, welche Erfahrung hast du damit gemacht, das Evangelium unter diesen wohlhabenden Menschen zu verbreiten? Ist es schwierig? Es ist nicht schwer, ihnen das Evangelium zu verkündigen, denn sie sind in der Regel intelligente Menschen. Sie sind oft bereit, auch zuzuhören. Sie sind in der Lage, das, was man ihnen sagt, auch zu betrachten. Viele von ihnen glauben deshalb auch nicht einen solchen Unsinn wie die Evolution. Sie wissen, dass es etwas gibt, das über uns steht.
Aber sie sind es gewohnt, sich natürlich erstmal auf eigene Kraft zu verlassen. Und ich denke, der entscheidende Punkt für sie eben ist, anstatt sich auf seine eigene Kraft zu verlassen, nun alles Jesus zu übergeben. Das ist der entscheidende Punkt. Und in der Regel ist das die Entscheidung. Das ist wirklich ein interessanter Punkt, den du hier erwähnst. Ich meine, diese Menschen sind erfolgreich, meistens intelligent, sind wohlhabend, also sieht so aus, als können sie aus eigener Kraft viel bewirken. Jetzt aber alles im Vertrauen in die liebende Hände Gottes zu legen, muss ein großer Schritt sein. Ja, das ist es auch. Gott hat wahrscheinlich in unserem Leben den Verlust unseres kleinen Kindes zugelassen. Unseres ersten Sohnes, nicht wahr? Es musste etwas richtig Großes in meinem Leben passieren, dass ich auch bereit war, der Stimme Gottes zuzuhören. Nach 24 Jahren nun kann ich Gott dafür letztendlich danken, denn wenn ich ihm treu bleibe, werde ich die Ewigkeit mit meinem kleinen Max verbringen. I will be with my little Max for eternity. Amen. Amen. Das ist schön zu wissen. Und ich meine, es sind gerade diese Dinge, die wir nicht wirklich in der Hand haben, ob es nun unsere Gesundheit ist, aber vor allem die Frage nach Leben und Tod. Diese Dinge sind zu hoch für Menschen und wir müssen sie in die liebenden Hände Gottes übergeben. Es gibt sogar ein Zitat, ich glaube, es kommt aus den Psalmen, wo es heißt, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Wir müssen uns also klar machen, dass es Dinge gibt, die einfach über unseren Kräften liegen. Nun gibt es viele gute und auch sehr reiche Menschen in der Bibel, so wie Abraham oder Josef, David, Daniel oder auch Nikodemus im Neuen Testament und natürlich einige andere. Glaubst du, dass es für den reichen Jüngling schwieriger war, eine Entscheidung für Christus zu treffen, einfach deswegen, weil er sehr reich war? Meine Bibel sagt, die Wurzel allen Übels ist die Liebe zum Geld. Es ist nicht das Geld selbst an sich. Ich glaube, dieser Mann war wahrscheinlich so eine Art Vorkatholik, denn er hat sich auf seine Gaben verlassen. Er konnte Jesus sogar sagen, ich habe dies alles getan. Aber das ewige Leben, das heißt, Jesus in allen Aspekten unseres Lebens an erster Stelle zu haben, das konnte er nicht. Geld ist ja kein Problem, wenn es die richtige Priorität hat. So lesen wir weiter in der Bibel, dass der Herr Jesus ihn mit viel Liebe ansieht, nicht wahr? Denn er gab ja sein kostbares Blut auch für diesen jungen, wohlhabenden Mann. Aber es geht ja um die Entscheidung. Verlassen wir uns auf Christus oder verlasse ich mich tatsächlich nur auf mich selbst? Weißt du, ich habe mich immer über diesen jungen Mann gewundert. Als er dort war und sich mit Jesus unterhielt, da gab ihm Jesus eine Antwort. Nämlich, was er tun muss, um das ewige Leben zu erhalten. Und der junge Mann hat sich dagegen entschieden. Und die Bibel sagt dann, dass er traurig wegging. Er muss also verstanden haben, dass er eigentlich etwas hätte gewinnen können. Irgendwas von unglaublich hohem Wert. Aber er entschied sich dagegen. Und dann ging er weg. Und die Bibel sagt, weil er sehr reich war. Er war sehr stark an diesem Planeten gefesselt. Ich denke, die reichsten Menschen auf dieser Erde sind Menschen, die sich zu 100% Gott widmen und sich auf ihn verlassen, weil sie wissen, dass sie ewiges Leben haben. Nichts in dieser Welt kann mit dem ewigen Leben doch verglichen werden. Absolut. Sie werden alles erben, sagt die Bibel. Ja. Du hast in deinem Leben wirklich viel erreicht und viele Menschen träumen davon, reich und erfolgreich zu sein. Wie sehr genießen reiche Menschen eigentlich diese Welt? Haben sie trotzdem noch ungestillte Sehnsüchte in ihren Herzen? Kann man hier vielleicht eine Verbindung herstellen? Ja, es ist definitiv so, dass die wenigsten von ihnen wirklich glücklich in ihrem Leben sind, weil sie sich praktisch alles kaufen könnten, was sie wollen.
Aber das bedeutet ja nicht, dass es Glück in ihr Leben bringt. Das wahre Glück kann sich in eine Beziehung zum Beispiel einstellen. Die Grundlage davon ist ja unsere Beziehung zum wahren Gott. Viele reiche Menschen, die ich kenne, sind wahre Christen. Aber natürlich sind sie nicht alle aus der Tschechischen Republik. Wenn man die reichsten Menschen in der Forbes-Liste mal auf der Welt zählt, so sind es ja keine Siebenten-Tags-Adventisten, die da drin erwähnt werden, weil sie sich nicht darum scheren eigentlich. Denn sie meinen, sie brauchen Jesus nicht, um reich zu sein. Aber wie ich schon sagte, die wirklich reichsten Menschen sind es, die Jesus in ihrem Leben vertrauen. Und das bringt das wahre Glück in ihr Leben. Es geht auch nicht hier um die materiellen Dinge eigentlich. Auch hier muss der Heilige Geist in ihren Herzen wirken, um ihnen zu zeigen, dass es da mehr zu erreichen gibt, als sie schon haben. Nun, ich weiß, dass du viele Bibelstunden gibst. Und ich habe auch einige von deinen Vorträgen gesehen. Wie erreichst du eigentlich diese sehr wohlhabenden Menschen? Was ist deine Art und Weise, ihnen zu begegnen? Was zeigst du ihnen? Normalerweise bin ich ein Laienpastor und von Zeit zu Zeit halte ich auch eine Predigt. Aber als ein Laienevangelist verwende ich ein großartiges Werkzeug, das in unserer Kirche hergestellt wurde. Und zwar heißt es New Beginnings, eine Bibelstundenreihe, die ich in meinem Leben schon 23 Mal gehalten habe. Aber es geht hier nicht um den Prediger, um den Redner. Es geht um das ganze Team, das dahinter steht. Denn wir müssen mit Menschen arbeiten, die zum Hören des Wortes Gottes kommen. Und das ist so typisch für diese Vortragsreihe. Eine Möglichkeit sind öffentliche Versammlungen und je nachdem, ob man einen Vortrag pro Abend oder zwei Vorträge pro Abend hält, kann das dann 3 oder 5,5 Wochen dauern. Oder wir machen für Leute aus der Wirtschaft 3 Tage, das heißt 27 Vorträge an 3 Tagen. Es fängt am Donnerstagnachmittag an und endet am Sonntagmittag. Einschließlich des Freitags und des Sabbats. Man beginnt zum Beispiel um 7.15 Uhr früh mit der ersten Vorlesung und um 21 Uhr, 21.15 Uhr die letzte. Und wir haben schon 8-mal diese Art von Neuanfang für diese Leute aus dem Geschäftsumfeld gemacht. Oha, macht ihr auch Pausen zwischen den Vorträgen? Natürlich. Man hat immer wieder mal 10 Minuten Pause. Aber dann hat man auch, sagen wir mal, wenn wir um 7.15 Uhr beginnen, bis 9 Uhr die erste Stunde, dann frühstückt man, dann ab 10.15 Uhr geht es weiter. So beginnt man am Vormittag mit 3 Unterrichtsstunden, die ungefähr um 1 Uhr enden. Nach dem Mittagessen hat man 2 Stunden Zeit, um mit anderen zu beten oder sich auszuruhen. Und so dann gegen 16 Uhr gibt es noch 2 weitere Unterrichtsstunden bis zum Abendessen. Also von 4 bis 6, dann gibt es Abendessen und die Abendsitzungen sind dann von, sagen wir mal, 7 Uhr bis 9 Uhr, 9.15 Uhr, je nachdem, wie lange diese Lektionen sind. Und ich kann das bezeugen, ich habe das schon 8-mal erlebt, aber ich bin noch nie müde nach Hause gekommen, als ich sonst von meinem normalen Arbeitstag kommen würde. Denn wenn du Gott dienen willst, wird er dir Kraft geben. Natürlich kann ich als Redner hier nicht schlafen, aber ich habe nie bemerkt, dass irgendeine Person im Publikum während dieser Lektionen oder Vorträge eingeschlafen wäre. So schöne Erfahrungen und wir konnten sehen, wie sich Dutzende von Leben verändern. Gut, dass du das sagst. Ich habe schon gedacht, so geschäftig wie das da ist, ist es wirklich nur etwas für Geschäftsleute, die solche Treffen gewohnt sind. Aber natürlich, was du ihnen sagst, ist natürlich angenehm zu hören und leicht zu tragen. Und ich denke, dass die Menschen gerne zuhören, denn das, was du ihnen sagst, ist ja wirklich die gute Nachricht. Und sie werden während der 3 Tage nicht unterbrochen. Denn wenn sie an einem Abend kommen, haben sie am nächsten Tag eine Menge geschäftlicher Probleme zu lösen. Und dann kommen sie wieder zu uns, um eine weitere Lektion zu hören. Aber während dieser 3 Tage
können sie sich voll und ganz auf das Wort Gottes konzentrieren. Und natürlich werden sie sich vielleicht nur an 5% erinnern, vielleicht sogar weniger, aber Gott arbeitet mit diesen Menschen immer so, dass sie diese 3 Tage voll erfahren. Und was wichtig, besonders wichtig für sie ist, das werden sie mitnehmen. Und das ist eine schöne Erfahrung. Ich liebe es, das zu hören. Und ich kann mir vorstellen, wie der Heilige Geist dort arbeitet und welche Atmosphäre er schafft. Alle Ehre sei dem Herrn. Er wirkt immer wieder Wunder. Danke auch dir, Radim, dass du dich hier gebrauchen lässt, in deinem Unternehmen, aber besonders auch in Maranatha. Weißt du, manchmal höre ich von Menschen, die sagen, sie tun sich schwer damit, Christ zu sein und gleichzeitig ein Unternehmen zu führen. Nun habe ich mir mal ein paar Kommentare unter deinen Videos im Internet angeschaut. Und dort schreiben viele Menschen, dass sie sehen, dass du ein glücklicher und gläubiger Mensch bist. Wie bewahrst du dir diese Freude bei der vielen Verantwortung, die du trägst? Okay, Gott gibt uns einige Verantwortlichkeiten natürlich. Aber es gibt uns auch viel Freude über die Erlösung und über das ewige Leben. Und das ist ja viel wichtiger als all diese Pflichten, die man im Leben hat. Natürlich haben wir heute auch die Zeit, die wir uns nehmen müssen, um die Verpflichtungen zu erfüllen. Zum Beispiel an meinem Job und an der Familie. Aber das Wichtigste ist doch das Missionswerk. Und es ist so schön, denn wenn man ein selbsttragendes Missionswerk hat, dann ist man nicht abhängig von Spenden von anderen. Man kann die Ressourcen, die man von Gott bekommt, für dieses Unternehmen auch nutzen, weil man etwas für Gott tut. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Aber ich möchte betonen, dass wir immer mit der Kirche zusammenarbeiten, weil es sehr wichtig ist, dass die Kirche auch über unsere Projekte informiert ist und weiß, was wir tun wollen. Wir sind bereit, auf Ihre Ratschläge zu hören, und ich halte das für eine großartige Zusammenarbeit. Das ist gut zu hören. Aber weißt du, wenn ich zum Beispiel an Daniel am babylonischen Hof denke, denn er war ja ein wirklich sehr intelligenter, sehr erfolgreicher und auch sehr reicher Mann. Doch sein Problem war, dass er eben genau deshalb auch sehr viele sehr einflussreiche Feinde hatte. Nun hört man ja so in höheren Kreisen oft von Neid und Korruption. Und da frage ich mich natürlich, wie sind eigentlich deine Erfahrungen so im Umgang damit? Hast du überhaupt die gleichen Erfahrungen? Ja, natürlich. Aber vielleicht sollte ich jetzt mal mit dem Herrn Jesus beginnen. Er war bei weitem der netteste und beste Mensch, der auf dieser Erde je gelebt hat. Er kam zu seinem Volk, dem auserwählten Volk, zu allen Gläubigen. Er hat nie einer einzigen Person etwas Böses angetan. Er hat nie eine Sünde begangen. Und sogar sein auserwähltes Volk hasste ihn. And even his chosen nation hated him. Und nur ein kleiner Teil seines Volkes würden seine Jünger werden. Und nun die Frage an mich, was kann ich erwarten? Ich kann mich natürlich nicht mit unserem Herrn Jesus vergleichen, aber ich kann mich auch nicht mit den größten Personen in der Geschichte vergleichen. Es waren alles Gottes bescheidene Diener. Ich will nicht sagen, dass ich den Hass oder den Neid mag. Natürlich ist auch niemand glücklich, wenn jemand etwas Schlechtes über einen sagt. Das gilt auch für mich. Aber das ist sehr wichtig, denn man muss wissen, was unsere Aufgabe auf dieser Erde ist. Und dann müssen wir damit auch rechnen, dass nicht alle glücklich sind. Aber auf der anderen Seite können wir auch mit vielen tollen Rückmeldungen, sehr schöne Reaktionen von Menschen rechnen. Und wir bekommen sie auch. Und es bringt natürlich Freude in unser Leben. Das zweite Thema ist natürlich Korruption. Und wenn man ein christlicher Geschäftsmann ist, hat Korruption natürlich keinen Platz im Geschäftsleben. Und wir machen auch keine Geschäfte, wo man Korruption haben möchte. Ich würde sagen,
dass wir uns davor vor vielen, vielen Jahren schon getrennt haben und jeder weiß das. Ich würde sagen, dass auch die Politiker das wissen, dass sie nie etwas von uns bekommen werden. Ich habe einige Erfahrungen aus dem Jahr 2007. Der Markt war gerade auf dem Höhepunkt und einige Politiker in Prag dachten, sie sollten etwas Geld von uns für ihre Taschen bekommen. Und ich habe ihnen deutlich gesagt, ihr werdet niemals auch von uns nur eine einzige Münze in eure Taschen bekommen. Ich würde lieber aufhören, mein Geschäft zu betreiben, als dass ich ihnen etwas geben würde. Wir können ihnen nur etwas für die Stadt geben, also für die Öffentlichkeit, was auch legal ist und man es für die Menschen verwendet, aber nicht, um ihnen etwas in ihre Tasche zu geben. Und sie konnten damit nicht leben, aber sie sagten dann auch zu uns, na gut, dann werden wir eben euch keine Genehmigung geben. Und ich antwortete ihnen, naja, eure Stadt könnte von uns einen solchen Betrag schon bekommen, aber wir könnten auch diesen Betrag verwenden, um Platz in den Medien zu kaufen und dann dort zu berichten, was sie hier mit uns tun. Sie stoppten dann und haben eine Vereinbarung mit uns getroffen. Und manchmal ist es notwendig, bis aufs Äußerste zu gehen. Und es ist immer gut, dass unsere Füße im Hofe Gottes stehen und sich nicht auf dem Weg des Teufels befinden, damit wir sicher sind und unter Gottes Segen stehen. Vielleicht darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen. Wie wichtig ist dir Gebet und Andachtszeit in deinem Leben? Oh, es ist unerlässlich. Wir sollten ganzheitliche Menschen sein, die geistig, seelisch und körperlich gesund sind. Und ich denke, dass die geistige Gesundheit am wichtigsten ist. Ohne Zeit zum Beten könnte ich also nicht sein. Ohne die Andachtszeit, die wir jeden Abend mit unserer Familie haben. Eine gute Andacht eben. Natürlich freue ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, die Bibel zu lesen. Gerade die Zeit, in der ich mich auf die nächste Evangelisation zum Beispiel vorbereiten kann, ist für mich eine sehr schöne Zeit im Jahr, weil es die Vorbereitung ist und meine Zeit mit Gott, und diese ist immer wunderbar. Ich würde sagen, mein geistiges Leben. Manchmal sage ich den Satz, wenn ich nur Geld für Gottes Arbeit schicken und nicht meine Zeit opfern würde, wäre es nur eine Frage der Zeit, wann ich damit aufhören würde, Geld zu schicken, weil ich mein Herz brauche, direkt in meinem Missionswerk. Denn sonst wäre es ja nicht real. Das wäre nicht echt. Because otherwise it wouldn't be real, it wouldn't be true. Und das Großartige ist ja, wenn wir körperlich arbeiten, wird unser Körper stärker. Und wenn wir geistlich für Gott arbeiten, wird unser Geist stärker. Gott hat das großartig gemacht. Niemand von uns sollte jemals aufhören, für Gott zu arbeiten. Und es ist schön, dass auch du deine Kraft daraus schöpfen kannst. So, nun bist du ja ein gläubiger Mann und ein Geschäftsmann. Und du hast natürlich auch viel mit Geschäftspartnern zu tun. Und wundern sich diese Geschäftspartner eigentlich manchmal über deine Sabbatheiligung? Ich meine, wie handhabst du eine strikte 6-Tage-Woche in deinem Unternehmen? Und hast du damit vielleicht manchmal irgendwelche Probleme? Ja, ich muss sagen, als ich begann, den Sabbat mit Freude zu halten, da wurde ich nie müde. Das ist meine Lebenserfahrung. Denn dieser eine Tag reicht aus, um wieder aufgeladen zu werden. Und zwar die geistigen und die körperlichen Batterien. Kurz nach meiner Taufe im Jahr 2000 waren wir gerade dabei, unsere ersten beiden Bürogebäude in Prag an American Institutional Fund zu verkaufen. Und einer meiner Geschäftspartner sagte mir, dass wir das Geschäft am Sabbat, also am Samstag, abschließen sollten. Und ich antwortete, das glaube ich nicht. Und ich sagte, warum? Denn Gott weiß doch, wenn es am Samstag sein wird, werde ich nicht da sein. Und wie ging er damit um? Ich meine, konnte er damit leben? Ja, absolut. Ganz genau. Wir sind Freunde. Na, großartig. Dann konntest du ja ein Zeugnis für ihn sein.
Das ist doch schön zu wissen. Nun möchte ich gerne ein wenig mit dir über Weltwirtschaft, Krisen und Corona-Lockdowns sprechen, zumindest in den nächsten paar Minuten. Wie siehst du diese Welt heute, auch aus einem unternehmerischen Blickwinkel? Wie schwierig sind die Geschäfte heute in Zeiten von Lockdowns und Krisen? Habt ihr auch Schwierigkeiten? Das ist natürlich eine unvergleichliche Zeit, weil sie unvorhersehbar ist. Unser Geschäft war ja noch nie einfach, aber in diesen Tagen steigen die Baukosten immer mehr. Es gibt einen Mangel an Bauarbeitern, an Handwerkern, einen Mangel an Technikern und die Zinssätze steigen. Und der Materialmangel, oder? Natürlich, wegen der ganzen Umstände. Es ist fast schon so wie zu Zeiten des Kommunismus in unserem Land. Ein Mangel an Materialien, den ich noch nie erlebt habe. Und wenn die Zinsen steigen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf alles, auf Bewertungen, auf die Rendite. Und wenn die Zinsen noch höher gehen, natürlich hat es Einfluss auf Rendite und die Bewertungen sinken dann. Das ist also alles, was ich sagen möchte, einige Fakten, die für jeden Akteur in diesem Geschäftssegment der Markt für Gewerbeimmobilien unangenehm sein werden. Und das Einzige, was das ein wenig ausgleichen kann, ist die Erhöhung der Mieten. Dies gilt jedoch nur, wenn es noch eine Nachfrage nach den Räumlichkeiten gibt. Wir spüren die Nachfrage auf unserem Markt in Prag, aber es gibt auch eine gewisse Unsicherheit bei den globalen Unternehmen, wie ihr Wachstum weitergeht. Denn was derzeit passiert, macht es ihnen schwer, für die nächsten Jahre zu planen. Das ist also die jetzige Geschäftslage. Ja, das glaube ich. Was hältst du eigentlich von den derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie? Und ich meine, was könnte man deiner Meinung nach besser machen? Ich denke, dass wir als bibeltreue Christen wissen, dass der Kampf, der dahinter ist, rein geistlich ist. Das ist ein, ich würde sagen, dämonischer Virus, ein schreckliches Virus, das vielen Familien den Tod und die Krankheit brachte. Aber um in der Terminologie des Sportes zu reden, würde ich sagen, es war ein Pre-Racer, also ein Vorläufer. Denn die Regierungen der Welt haben getestet, wie die Menschen darauf reagieren würde, insbesondere die Mittelschicht, auf die Tatsache, dass sie einige Freiheiten verlieren werden. Der Teufel hasst die Demokratie. Der Teufel hasst auch die menschlichen Freiheiten. Deshalb ist es ein Angriff auf die Demokratie, ein Angriff auf unsere Freiheiten. Und deshalb nenne ich es einfach, es ist ein Vorläufer. Ich meine auch, ich habe dafür Beweise. Und diese zwei Worte der Beweise heißen The Green Deal. Denn wer informiert ist, weiß, dass es Green Deal, sagen wir, seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt. Aber wie ist es möglich, dass in der Corona-Zeit, die in keinem direkten Zusammenhang mit dem Green Deal steht, der Green Deal zu einem Thema fast Nummer eins in der Welt geworden ist? Die Antwort ist einfach, denn es handelt sich nur um einen Testlauf und das Rennen sollte von Green Deal übernommen werden. Aber natürlich kann diese Macht des Bösen nicht so handeln, dass Gott nicht eingreifen kann. Ich bin also immer noch in dieser Situation. Ich vertraue komplett meinem Gott voll und ganz, denn er hat dies in seinem Wort in der Bibel für uns auch so geschrieben. So etwas wird es geben. Natürlich, es wird keine Demokratie mehr geben, bevor Jesus wiederkommt. Und wir können aber auf sein Wort hören und ihm gehorchen. Und das bringt uns Frieden in unser Leben. Aha. Könntest du uns vielleicht kurz erklären, worum es bei diesem Green Deal geht?
Was steckt dahinter? Was bedeutet das? Ja, natürlich. Das ist ein weiterer törichter Gedanke, den die Menschen versuchen, den Planeten ohne Gott zu retten. Und das wird niemals geschehen. Denn der Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Einzige, der unser Leben erhalten kann, der uns am Leben erhält. Das Leben auf dieser Erde ist deshalb so, weil wir ein Volk Gottes auf dieser Erde haben. Dies ist der einzige Grund für das Leben auf dieser Erde. Und es wird enden, beziehungsweise es wird so lange andauern, bis Jesus wiederkommt. Also der Green Deal ist nur eine menschliche Anstrengung zur Rettung dieses Planeten. Aber natürlich ohne die Berücksichtigung, dass es da einen Gott im Himmel gibt, nicht wahr? Und natürlich werden wir hier den Kampf erleben, wie er im Daniel 11 beschrieben ist, nicht wahr? Der liegt vor uns. Es ist der Kampf zwischen dem Teufel Atheist und dem Teufel Spiritist. Wir wissen, dass die falsche Religion und die Geister des Teufels Erfolg haben werden. Das ist schon interessant. Auch heute noch werden viele Gesetze im Rahmen dieser Klimaabkommen erlassen. Es gibt also diese Treffen und wirklich viele, viele Länder müssen zahlen, um diese Klimaziele zu erreichen. Und es ist wirklich beängstigend zu sehen, was sie eigentlich tun. Es ist ähnlich dumm, Entschuldigung für dieses Wort. Es ist ähnlich dumm wie das gesamte kommunistische System. Sie dachten, sie könnten sich den Himmel ohne Gott auf dieser Erde schaffen. Sie haben völlig vergessen, dass die Menschen wegen des Teufels, wegen der Sünde, Menschen von Natur aus egoistisch und stolz sind. Und mit Egoismus, Selbstsucht und Stolz kann man so etwas wie Kommunismus sowieso nicht schaffen. Das ist hier sehr ähnlich. Vielleicht ist das eine Mischung aus Kommunismus und Faschismus, der Green Deal. Aber die Zeit wird es uns zeigen. The Green Deal, yeah, but the time will show us. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon bald damit konfrontiert werden. Nun liegt die Tschechische Republik näher an der Ukraine, als es Deutschland tut, zumindest geografisch. Nun gibt es so ein Sprichwort, das da heißt, dass Kriege viele Menschen arm, aber wenige reich machen. Würdest du dem zustimmen? I think it is. With the whole history. Ich denke, in der gesamten Menschheitsgeschichte immer die gleiche Szenarien. Eine kleine Gruppe von Menschen möchte aus den von Ihnen genannten Gründen Krieg führen. Aber 99%, vielleicht sogar noch mehr, wollen doch keinen Krieg, weil er nur Tragödien in das Leben der Menschen bringt und die Länder und das Leben der Menschen verwüstet. Und es ist klar, ein solcher Krieg kommt immer vom Bösen, vom Teufel. Der will, dass die Menschen Krieg führen und in eine so schlimme Situation kommen. Und natürlich wissen wir aus der Bibel, dass es Kriege auch geben wird, auch Gerüchte über Kriege, bevor Jesus wiederkommt. Und es tut mir so leid für die Menschen in der Ukraine, weil sie wirkliche Opfer sind. They are sacrifice. Ja, genau so sehe ich das auch. Nun gibt es natürlich diese Kriege. Und wir sprechen auch über Pandemien und wirtschaftliche Krisen. Was ist eigentlich deiner Meinung nach die größte Gefahr in diesen turbulenten Zeiten? Vielleicht habe ich es schon mit anderen Worten gesagt, aber ich denke, es ist eine Dummheit der Menschheit, die Lösungen selbst in die Hand zu nehmen, ohne Gott zu berücksichtigen. Wenn wir nicht mit Gottes Lösungen rechnen, werden die Ergebnisse immer schlimm sein. Ja, das ist eine kurze und knappe Antwort. Ja, ich glaube, es ist so. Nun hatte ich ja zu Beginn gesagt, dass ich ein wenig Zeit nehmen möchte, um darüber zu sprechen, was wir für die Zukunft erwarten.
Und vielleicht können wir uns genau jetzt diese paar Minuten nehmen. In den heutigen Krisen und eben der heutigen Situation machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Ersparnisse. Und ich nehme mal an, je mehr jemand besitzt, desto mehr Sorgen hat er. Wird eigentlich so in gehobenen Kreisen bereits von sicheren Anlagemöglichkeiten gesprochen? Ich meine, hast du irgendwelche Empfehlungen für uns? Natürlich habe ich das. Denn als Bibelstudent weiß ich, dass wir die beste Investitionen in den Schatz des Himmels tätigen sollten. Das bedeutet, das Evangelium so vielen Menschen wie möglich zu bringen. Denn das ist das größte Geschäft oder Business, das es im ganzen Universum gibt. Gott rettet Menschen für die Ewigkeit und wir sind eingeladen, daran teilzuhaben. Das ist also die beste Investition, die man tätigen kann. So ist es. Wir können nichts von hier in den Himmel mitnehmen, ganz genau. Aber wir können uns heute schon Schätze im Himmel sammeln. Nur noch eine sehr praktische Frage. Welchen Rat würdest du Menschen geben, die sich jetzt für den Kauf eines Hauses und eines Grundstücks entscheiden? Worauf sollten sie achten? Sie sollten darauf achten, ob sie in der Lage sind, die Hypothek zu bezahlen, auch wenn die Zinsen steigen sollten. Es ist immer wichtig, dass man die Zinsen festmacht. Die Frage ist ja, was passiert nach, sagen wir mal, 5 Jahren? Wie sind die Zinssätze dann zu diesem Punkt? Und wenn jemand vor 5 Jahren die Zinssätze in Euro festgesetzt hat, waren sie ja praktisch null, nicht wahr? Aber jetzt steigen die Preise. Daher sollte das Verhältnis zwischen Beleihungswert und tatsächlichen Wert immer sensibel sein. Es bedeutet also, dass Ihre Schulden vom Gesamtwert in einer akzeptablen Höhe sein sollten. Wenn nicht, könnten Sie ja in Schwierigkeiten kommen und Ihre Hypothek nicht bezahlen können. Und natürlich zu unserem Weltwirtschaftsforum in Davos. Diese versuchen uns einzureden, dass wir in 10 Jahren nichts mehr besitzen werden und trotzdem glücklich sein werden. Klaus Schwab. Ja, ja. Und meine Frage ist, wenn wir nichts besitzen werden, wer wird dann der Eigentümer sein? Eine interessante Frage. Wer wird es übernehmen? Und wenn sich Menschen heute nach einer Immobilie umschauen, was würdest du ihnen raten? Eine Immobilie zu kaufen weit außerhalb der Städte, in der Nähe der Städte? Oder vielleicht sogar in den Städten? Ich denke, das ist eine gute Frage. Natürlich sind die Immobilien in den Städten teurer, aber es wird bis zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch wirklich auch teurer bleiben. Aber ich würde sagen, wir sollen dem gehorchen, was Gott uns sagt. Und es sollte Eigentum auf dem Land sein, denn man kann eigene Ressourcen dort haben, eigenes Wasser zum Beispiel, eigenen Strom. So kann man auch ein kleines landwirtschaftliches Feld dazu haben. Und für uns als Bibelchristen, die auf die Prophezeiungen vertrauen, ist es sehr wichtig, außerhalb der Städte zu leben. Und mit Hinblick auf die Bibel, wie siehst du die Zukunft? Worauf müssen wir uns heute einstellen? Also, was kommt eigentlich auf uns zu? Ja, wir wissen nicht, wie schwierig die letzte Etappe vor der Rückkehr Jesu sein wird. Das übersteigt, glaube ich, unsere Vorstellungskraft. Ich denke also, dass wir in diesen Tagen, in denen wir noch relativ Frieden und Harmonie in der Gesellschaft haben, immer noch in einer demokratischen Gesellschaft leben können. Ich denke, dass es wichtig ist, wach zu sein, sich bewusst zu sein, dass Gott uns als Werkzeug in seinen Händen gebrauchen will, um anderen zu helfen. Und wenn wir es nicht getan haben, sollten wir es sofort umsetzen. Das ist ein guter Rat. Schauen wir mal zusammen nach Amerika. Sind wir bereits auf dem Weg hin zum Bild des Tieres? Lass mich das kurz erklären.
Das Bild des Tieres finden wir in Offenbarung 13. Und hier geht es um den abgefallenen Protestantismus, der den Staat um Hilfe bittet. Und es wird so eine Kombination aus Staat und Kirche entstehen. Glaubst du, dass wir schon auf dem Weg dorthin sind? Also zu diesem Bild? Sicherlich. Denn das Wort Gottes sagt uns ja das. So, seit ich ein Kind war, liebte ich immer die Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist mein Land, das ich am meisten liebe. Ich habe viele Freunde dort, meine Brüder und Schwestern in den Vereinigten Staaten. Aber natürlich sagt uns die Bibel, dass die Vereinigten Staaten eine Geschichte mit einem guten Anfang, aber einem schlechten Ende haben wird. Denn wenn die Behörden der Vereinigten Staaten die Mauer zwischen der Religionsfreiheit und dem Staat zerstören und Gesetze erlassen, das die Menschen dazu zwingt, Teil der globalen politischen und religiösen Macht zu sein, dann werden sie wie ein Drache handeln, wie es in der Bibel steht. Political religious power, then they will act as a dragon, as is written in the Bible. Das Interessante an dieser Stelle ist ja, dass es wie ein Lamm aussieht, aber wie ein Drache spricht. Nun, wenn ich darüber nachdenke, wie spricht denn ein Drache, dann lese ich in der Bibel, dass Jesus sagt, der Teufel ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Es wird hier also etwas geben, das anders ist, als den Anschein hat. Absolut. Ganz genau, ganz genau. Und zwar durch den Erlass neuer Gesetze und insbesondere religiöse Vorschriften. Und gegen die Gewissensfreiheit. Absolut. Ganz genau. Also sind wir schon auf dem Weg und nähern uns Schritt für Schritt. Ja, Schritt für Schritt nähern wir uns diesem Punkt. Und nur Gott weiß, wie lange es wirklich dauern wird. Ja, und hier ist doch gut zu wissen, dass Gott immer noch die Winde festhält. Absolut. Ganz genau, das ist sehr wichtig, denn all diese Katastrophen, die kommen, sind nicht von Gott. Diese sind vom Teufel. Und danach das Ende der Barmherzigkeit und Ende der Gnade. Und dann kommt wirklich das Ende, denn wir leben noch in der Zeit der Gnade. Menschen können eine existenzielle Entscheidung für oder gegen Christus heute noch treffen. Aber das wird eines Tages zu Ende gehen und dann kommen die sieben Plagen. Und die Plagen werden dann von Gott kommen. Jeder Fall wird dann entschieden sein. Wir haben heute unsere Entscheidung zu treffen. Und lass mich dir noch eine letzte Frage stellen. Welchen Rat würdest du unseren Zuschauern in diesen Tagen geben? Gibt es also irgendeinen Ratschlag, den du ihnen noch mitgeben willst? Vielleicht einen Satz, den du ihnen besonders ans Herz legen möchtest? Dann wäre genau jetzt die richtige Gelegenheit dafür. Wir sind ja geistliche Menschen und Christen. Und ich kann niemandem einen besseren Rat geben, als den, sein Leben zu 100% in die Hände von Jesus Christus zu legen. Und man wird ewig leben. Amen. Ich danke dir, Radim. Es war wirklich schön, dich hier zu haben. Es war mir ein Vergnügen. Und natürlich auch einen herzlichen Dank an unsere Zuschauer. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserer Serie Eisberg voraus. Steht aufrecht in diesen Tagen. Möge Gott euch segnen. Bis zum nächsten Mal. Gott segne Sie.